Ihr Lieben, ich begrüße euch. Da ihr in den Kommentaren schon immer so fleißig seid und so super, super mitmacht und zum Erfolg dieses Kanales beiträgt, bin ich auch für noch mehr Interaktion. Das heißt, ihr dürft, müsst, könnt heute etwas ganz Wichtiges entscheiden. Alle, die mir schon länger folgen oder die mich schon länger abonniert haben oder auch schon länger kennen, die wissen, dass ich eins noch nicht getan habe auf diesem Kanal. Und zwar habe ich noch kein einziges Augen-Make-up geschminkt. Alle, die neu sind, denen möchte ich sagen, ich bin seit 5 oder 6 Monaten dabei, hier vor der Kamera wirklich autark zu lernen, wie Frau sich schminken kann. Also Augen-Make-up war noch nicht. Und heute, ich habe 6 Paletten vor mir liegen. Und die Aktion, ja, ist, ihr sucht aus, welche Palette ich für mein erstes Augen-Make-up hier bei YouTube verwenden soll. Das heißt, sieht das Ding hinterher Schrott aus, seid ihr schuld? Nein, war Spaß. Meine ich natürlich nicht ernst. Ich stelle euch jetzt die 6 Paletten vor, nummeriere sie auch sichtbar durch, gebe die Nummern später auch nochmal in die Infobox, dass ihr gucken könnt, welche das waren. Und dann könnt ihr in den Kommentaren schreiben, ah, ich möchte, dass du dich mit Palette Nummer 5 blamierst oder vielleicht schaffst du Palette 2. Also das ist komplett euch überlassen und ich bin sowas von gespannt. So, labern wir nicht mehr lange rum, machen wir mal los. Ja, ich fange mit einer Palette an, die ihr schon öfter bei mir gesehen habt. Und zwar ist das Catrice The Modern Matte Collection. Das ist diese Palette. Und ihr wisst, ich habe sie in einigen Videos schon präsentiert, aber einzig aus dem Grund, weil ich diesen Farbton nutze, um mein Augenlid oder Augenbereich aufzuhellen oder zu setten, wenn ich Concealer drauf habe. Also die Farbe hat es mir angetan und die mag ich sehr. Soll ich jetzt mit diesen Nude-Farbtönen einen Augen-Make-up-Style schminken, dann schreibt bitte Nummer 1. Weiter geht's. Ich bleib mal bei Nude, weil ich habe noch eine, das ist aber eine No-Name-Palette, weil ich denke immer, Mensch, ich muss erst mal üben, sonst komme ich echt in Trouble. Und habe mir aus dem Grund noch nicht so viele teure oder überhaupt noch keine teure Palette gegönnt. Wobei es wird demnächst eine geben, die mich massiv interessiert. Und zwar die Game of Thrones Palette von Urban Decay. Ach Leute, ich bin so verliebt. Aber eigentlich mehr in das Packaging als in die Palette als solches. Aber für mich als großer Game of Thrones Fan ist das wirklich, glaube ich, ein Must-Have. Ich glaube, sie kommt in 2 Tagen auf den Markt und ich hoffe, es ist möglich, eine zu erhaschen. Ich schon wieder abgeschwiffen, ja. Na gut, jetzt kommt Palette Nummer 2. Auch wieder Nude-Farbtöne en masse. Diesmal allerdings mit ein bisschen Rosenholz darin, ein bisschen Gold und Schwarz ist auch dabei und ansonsten relativ viel Schimmer. Wenn ihr wollt, dass ich mich damit blamiere, dann wählt bitte die Nummer 2. Ja, weiter geht's. Jetzt machen wir es mal ganz bunt. Die folgende Palette ist auch eine No-Name-Palette. Sie heißt Spring-Palette und ist von Mia Uhl. Ich weiß es nicht ganz genau, schaut mal. Ich verlinke euch alle Paletten, hatte ich aber schon gesagt. Und das Ding ist crazy bunt und erinnert mich so ein ganz klein wenig an die NYX Paletten, die es gibt. Und zwar ist das diese hier. Ihr seht, da habe ich schon ein bisschen mitgearbeitet und war jedes Mal entsetzt, wie katastrophal mein Augen-Make-up aussieht. Wollt ihr diese Palette sehen bei meinem ersten Augen-Make-up, dann wählt bitte die Nummer 3. Ja, und mein neuestes Schätzchen ist
von Manhattan. Und zwar I Amazing Jewel Rocks Edition. Und die Farben mag ich wirklich, weil im Grunde genommen ist jedes Farbspektrum drin, außer braun und außer schwarz. Schaut mal, wie hübsch die ist. Auch wieder viel Schimmer, aber auch einige Matttöne, die ich sehr mag. Also diese Reihe finde ich ganz schön. Die zwei grünen finde ich ganz schön. Rosenholz mag ich sowieso. Mit Blau habe ich noch etwas Probleme. Dann haben wir ein schönes Gold und wir haben ein Anthrazit. Das wäre jetzt Palette Nummer 4. Wenn ihr wollt, dass ich mich damit schminke, kommentiert die Nummer 4. Ich habe auch viele Essensvideos gesehen, weil vor einigen Wochen wurde die Städtekollektion von Essens präsentiert. 4 Städte sind in Paletten verewigt worden. Ich habe mir 2 Städte gegönnt und fange jetzt an mit der Helle New York Eyeshadow Palette, deren Farbschema ich auch sehr mag. Auch hier seht ihr, ich habe damit schon geübt. Für mich ist es nicht ganz einfach, nur mit einer Palette zu arbeiten, weil die Basis hier schon einen entsprechenden Schimmer hat. Und wenn ich da mit meinen Augen Lid setze, habe ich von vornherein schon mal Bling Bling auf den Augen, was ich aber eigentlich gar nicht möchte. Dieser Farbton ist matt, dieser Farbton und dieser Farbton. Und ich finde, damit kann man schon ordentlich was anstellen. Und wenn ihr die sehen wollt, bitte wählt Nummer 5. Last but not least, die Good Day Sydney Palette, auch von Essence. Die mag ich auch sehr. Hier hatte ich einen kleinen Unfall, da ist etwas reingefallen. Deswegen sieht das schon so ein bisschen beschädigt aus. Mag ich ja eigentlich gar nicht, weil ich gehe eigentlich sehr vorsichtig mit meinen Sachen um. Also ein Dorn im Auge von mir. Diese Palette ist auch wunderschön. Das hier ist ein Goldton, der so ein bisschen grün changiert. Also einfach auch sehr auffällig. 2 Blautöne. Hier ist so ein bisschen Nude Change drin und den nehme ich zum Setten meines Augenlides. Das ist die Palette Nummer 6. Ihr Lieben, jetzt ist es an euch zu entscheiden, welche Palette ich schminken werde. Ich setze sogar noch eine Anforderung obendrauf, damit die Challenge auch so richtig lustig wird. Und zwar werde ich mir das erste Mal falsche Wimpern aufkleben. Ich weiß zwar nicht, welcher Teufel mich geritten hat, dieses Video zu drehen und noch recht unbedarft dann in allen Augen-Make-up zu gehen und dem ein ganzes Video zu widmen. Aber ich bin halt so, nicht? Weil nichts muss perfekt sein, nichts muss von Anfang an gekonnt werden. Und ich stelle mich einfach meiner eigenen Herausforderung, Dinge zu bewältigen, auch wenn ich sage, das kann ich nicht. Weil anders kann ich nicht, lasse ich einfach im Allgemeinen nicht durchgehen, weil das kann ich nicht, ist ein Aufgeben. Und hier auf dem Kanal, wir geben nicht auf, wir geben alles, das immer und immer wieder. Und darum freue ich mich richtig doll auf eure Kommentare. Ja, und wie gesagt, wenn ihr mich scheitern sehen wollt, dann macht mit und schaut euch dann das entsprechende Video an. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und euer Mitmachen. Ja, ich bin so gespannt und eigentlich auch ganz schön aufgeregt. Aber ich freue mich auch richtig doll. Also haut's raus, auch wer sonst noch nicht kommentiert hat, reicht, wenn ihr einfach eine Nummer in den Kommentar schreibt, damit ich einfach ein bisschen Auswahl habe. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.